Das Vorarlberger Kinderdorf geht neue Wege in der Arbeit mit Kindern, die Gewalt und Vernachlässigung erlebten. Traumapädagogik lautet hier das Stichwort, wenn es um die Begleitung von Erwachsenen geht, aber auch wenn es um die Betreuung traumatisierter Kinder geht. Was konkret dahinter steckt, kann uns Gesundheitspsychologin Natalia Gmeiner genauer erklären. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Gmeiner, das Kinderdorf geht jetzt den Weg der Traumapädagogik. Was steckt denn da konkret dahinter? Was können wir darunter verstehen? Ja, also den Weg der Traumapädagogik gehen wir eigentlich schon viele Jahre, weil das Vorarlberger Kinderdorf ist eine Kinderschutzeinrichtung. Das heißt, der Schutz der Kinder, das steht im Zentrum der Arbeit. Und speziell die letzten Jahre haben Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, es gibt ja ganz viele Bereiche im Kinderdorf, nicht nur das Dorf mit den familiären Wohngruppen, es gibt den Pflegekinderdienst, es gibt die Familiendienste, es gibt die frühen Hilfen, die Schulen. Also dass aus allen diesen Bereichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Ausbildung gemacht haben, mehrjährig zur Traumafachberatung oder auch Traumapädagogik. Wann kommt denn die Traumafachberatung oder die Traumapädagogik zum Einsatz? Also diese pädagogische Ausbildung ist eigentlich eine Art Haltung, die wir auch in den Teams weitertragen. Es ist ja so, dass wir mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die oftmals schwierige Erfahrungen gemacht haben. Und die aufzufangen und denen einen sicheren Ort zu geben, das bedarf immer eines Teams, das da auch sensibel reagiert. Und was es konkret bedeutet, zum Beispiel suchen wir, wenn Kinder mit auffälligen Verhaltensweisen da sind, immer nach dem guten Grund. Also wir gehen davon aus, dass sie einen Grund haben, warum sie zum Beispiel aggressiv reagieren oder sich so sehr zurückziehen. Und da eine neugierige, wertschätzende Haltung zu haben, das Gespräch zu suchen, da zu bleiben, auch wenn es mal ganz schwierig ist, das ist eigentlich Traumapädagogik. Der gute Grund, Sie haben es angesprochen, was sind denn die Schicksale der Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten? Ja, wir haben natürlich Kinder, die nicht bei ihren eigenen Eltern leben können, weil sie dort nicht gut ausreichend betreut werden können. Da kann man sich vorstellen, dass es zum Teil Situationen waren, wo einfach zu wenig Zuwendung oder ja, Entbehrung einfach da war. Es gibt natürlich Kinder mit Gewalterfahrungen, Kinder, die im Schulsystem zwischen den Stühlen stehen, Mobbing, Bullying, solche Dinge. Wir haben das große Thema psychische Erkrankung von Kindern. Aber wir begleiten ja auch Eltern schon ganz früh, weil beim Thema Trauma geht es ganz viel auch darum, wichtige Bindungen aufzubauen. Also wir versuchen im Rahmen der frühen Hilfen schon Eltern zu schulen und Eltern zu begleiten, dass sie ihren Kindern helfen, eine stabile Basis aufzubauen, damit sie, wenn sie in ihrem späteren Leben in schwierigen Situationen sind, sich Hilfe holen können, dass sie sich an ihre Eltern wenden oder an andere Erwachsene wenden können und dort dann einen sicheren Hafen finden. Und dieser sichere Hafen ist eigentlich die beste Traumafolgenprävention. Also es ist ja so, dass Trauma oft können wir nicht verhindern, aber wir können verhindern, dass die Folgen dieses Traumas so schwerwiegend sind. Was braucht es denn für Eltern, dass sie eben ihren Kindern eine stabile Basis bieten können? Also es ist so, dass ich erlebe, dass die Eltern im Moment unter sehr großem Druck stehen. Also die Ansprüche, die Latte ist extrem hoch gelegt. Alle möchten das Beste für ihr Kind. Und wir erleben es, dass Eltern viel Bestärkung brauchen, auch ihrer Intuition zu vertrauen, ihrem Gefühl zu vertrauen. Ein sehr gutes Beispiel ist, dass wir oft Eltern haben, die sagen, ja, ich habe Angst, mein Kind zu verwöhnen. Und es ist einfach so, dass wir ein Neugeborenes, ein kleines Baby im ersten Lebensjahr nicht verwöhnen können. Natürlich üben wir mit dem Kind schon Routinen ein und gibt es Abläufe, an die wir das Kind gewöhnen. Aber verwöhnen, indem wir das Kind tragen, indem wir ihm Zuwendung, Körperkontakt geben, schmusen, mit ihm sprechen, das geht nicht. Und da braucht es eigentlich viel Bestärkung der Eltern, dass sie einfach wissen, wie können wir eine sichere Bindung aufbauen. Was müssen wir investieren in der ersten Zeit, damit es dann auch im weiteren Leben eine vertrauensvolle Beziehung gibt? Ist das erste Lebensjahr für die sichere Bindung ausschlaggebend oder wie sieht es dann später aus? Ganz bestimmt ist die Schwangerschaft und die ersten 1, 2 oder 3 Lebensjahre sind ganz bedeutend, weil da entwickelt sich das Gehirn, da entwickelt sich auch das Verständnis dieser Welt, wie funktioniert die Welt, da lernen die Kinder, was habe ich zu erwarten. Wenn ich mich an Erwachsene wende, da lernen sie Vertrauen aufzubauen
Und da entsteht so etwas wie eine Blaupause für weitere Verbindungen. Also wenn die erste Eltern-Kind-Bindung gut war oder sicher war, dann können wir davon ausgehen, dass die Kinder sich auch später im Leben gerne an andere wenden, Freundschaften bilden, soziales Verhalten zeigen, empathisch sind. Wie schwer wiegen denn bei Eltern die eigenen Erfahrungen aus der Kindheit? Also wie groß ist die Rolle, die die eigenen Erinnerungen spielen? Ja, es gibt so diesen Satz, das Elternsein erlernt man nur von seinen Eltern. Und da ist schon auch was dran. Also die eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, prägen uns sehr. Das kennen vielleicht viele auch, wenn sie dann plötzlich hören, wie sie wieder die Kinderlieder singen, die sie selber gehört haben, oder das Heile, Heile Segen bei einer Wunde. Also das sind so Muster, die sich eingeprägt haben. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir präventiv zum Beispiel SAFE-Kurse anbieten. Das sind Kurse, die heißen SAFE, wie sichere Ausbildung für Eltern, wo es darum geht, die eigenen Bindungserfahrungen zu reflektieren, also schon in der Schwangerschaft, und zu schauen, was habe ich mitbekommen von meinen Eltern an Proviant, an Gepäck, habe vielleicht an Steinen in meinem Rucksack. Und wie wollen wir den Rucksack von unserem Kind jetzt packen? Und nur eine bewusste Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen ermöglicht es dann auch, zum Beispiel traumatische Erfahrungen nicht von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Eben diese Beziehungsmuster, diese wirken sich dann auf die Kinder aus. Und da geht es viel um Hilflosigkeit, aber auch um zerstörte Hoffnungen. Wie stellt man denn Hoffnung wieder her? Wie gibt man denn den Kindern und Jugendlichen wieder Sicherheit, eben so, dass sie auch wieder schöne Beziehungen leben können und dass sie eben auch ihre Probleme selbst angehen können? Ja, also das Wesentliche ist, denke ich, dass sie heilsame Erfahrungen machen, korrigierende Erfahrungen. Und wir sehen die Arbeit im Vollberger Kinderdorf schon auch darin, ein Naturschutzgebiet für die Seele aufzubauen, also ein Gebiet, das von Gewaltfreiheit geprägt ist, von gegenseitigem Respekt, von Beziehung, die bleibt, also nicht die Beziehungen, die wieder abgebrochen werden, wenn es zu schwierig wird. Ja, und da geht es einfach darum, in vielfältiger Weise positive Erfahrungen zu machen. Einerseits Körpererfahrungen, sei es durch Outdoor-Pädagogik, da über Grenzen zu gehen und auch sich als kraftvoll zu erleben, sei es aber auch in Form von Psychoedukation, also dass Kinder wirklich aufgeklärt werden und Jugendliche über diese Prozesse und was mit ihnen los ist, warum sie manchmal so wütend sind zum Beispiel. Und ein weiterer Bereich ist mitunter, dass wir auch mit Imaginationstechniken arbeiten, also dass es wirklich aus der Traumapädagogik Techniken und Methoden gibt, die die Kinder auch erlernen können, wie sie ihr Nervensystem, ihr Stresssystem wieder in ein normales Maß bringen können. Vielleicht noch als abschließende Frage, in diesem Naturschutzgebiet für die Seele, wie viel oder wie groß ist die Rolle, die der Austausch untereinander spielt, eben der Austausch von Eltern unter Eltern oder Kinder und Jugendlichen untereinander, welche Rolle spielt denn der? Das ist ein ganz wesentlicher Austausch und ich sehe schon die Verantwortung der Erwachsenen darin, zu schauen oder dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder nicht so vielen schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Also ich spreche da jetzt zum Beispiel auch die Medien an. Das ist die Verantwortung der Eltern, auch zu schauen, dass man Zeiten begrenzt zum Beispiel. Und der Austausch an sich, ich erlebe das so, dass wir viele Gruppenangebote auch haben, wo dieser Selbsthilfeaspekt ganz ein wesentlicher ist. Also zu sehen, es gibt andere in ähnlichen Situationen, die haben Möglichkeiten und Wege gefunden, damit umzugehen. Vielleicht könnte ich das auch in der Art probieren. Das ist ein extrem wesentlicher Faktor. Natalia Gmeiner, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Und einen schönen Abend. Vielen Dank für die Möglichkeit. Danke.